Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Terminator Resistance. Hierbei Heisenberg zockt wieder mit Kollege Harry. Hallo zusammen. Und jetzt bin ich wieder dran. Und wir haben herausgefunden, dass man mit V, mit dem Nachtsichtgerät, die Fotos macht. Jetzt habe ich aber gesagt, hat das jemand gesagt? Und dann hat er erklärt, ja. Ja, der Quartiermeister hat ja eigentlich erklärt, dass er unser altes Nachtsichtgerät da ein bisschen auffrischt. Das Ding kommt näher, es sieht uns noch nicht. Ja, und insofern, gute Frage. Hätte man darauf kommen können, dass man dann das Ganze mit V machen muss? Das ist doch jetzt geeignet, das Ziel. Ich möchte jetzt nicht schießen. Mit linker Maustaste schießen. Nichts machen, oder? Oder so? Warum denn? Geht das nicht von selber? Also irgendwie, das klappt mit V auch nicht so ganz. Doch, doch. Muss man nicht einfach ein bisschen warten oder so? Worauf denn? Keine Ahnung. Jetzt schieße okay. Ich wieder. Ich möchte doch nicht schießen, ich möchte doch... Rechte Maustaste vielleicht? Was? Entweder die rechte Maustaste. LMT ja. Ist bei mir die linke Maustaste. Das hat was. Jetzt... Ne? Warten. Ich habe mal rechts versucht. Nee, nichts. Ich versuche mal Mausrad. Aha, dann fuchtelt doch. Okay, ist auch eine Idee. Warum nicht mal fuchteln? Ach, come on, das muss doch gehen. Da haben wir auch einen Rahmen außenrum. Naja, vielleicht muss man einfach ein bisschen warten. Kein Foto gemacht. Wo steht das? Da unten. Gepanzerte Spinne, kein Foto gemacht. Na dann mach. Jetzt nicht schießen. Wieder. Ja, nicht schießen, wenn ich die linke Maustaste drücken soll. Ich bewege mich mal. So, wir müssen nach da oben. Wir werden nochmal eins von den Teilen sehen, nehme ich an. Ist es abgehauen? Ja, das brennt. Es flackert. Oh, da kommt noch eins, oder das gleiche? Ja, ich glaub's. Oh, eine Kiste. Moment. Zeit für ein bisschen, Froggern. Nein! Oh, hast du gesehen? Zurück? Man kann zurück. Das ist cool. Ja ganz genial. Gerettet. Okay. Zu früh gefreut. Ich sollte hier die Spiele machen. So, jetzt. Also ich sollte die Spiele machen im Sinne von das Glück herausfordern. Kann ich jetzt oder schießt er wieder? Oder was? Wir haben halt keinen Fotoapparat, also ich kann da. Also das von viel näher geht's nicht. Na, machen wir es halt kaputt. Hilft ja nichts. Ich glaube, wir haben noch kein Foto gemacht. Sehe ich das soweit richtig? Jawohl. Das Gefühl hätte ich auch. Kann ich ja noch rein? Nein. Eine Tür? Schon wieder Dietrich. Ach, da ist sogar die Stufe zu niedrig, okay. Ich wollte eigentlich gar nicht, ich wollte erst mal gucken. Aber wir können das Teil eh nicht. Oh, wir können das Teil eh nicht aufmachen. Und das ist natürlich, also wenn man mit einer Plasmawaffe dasteht, eine kleine Beleidigung, wenn ja, die kommen. So ein Spinnchen ist dann ganz einfach zu erledigen. Das haben wir nicht. Ich muss mal mein Mauspad ein bisschen, damit ich hier irgendwie lenken kann. Echt jetzt? Düt, wo denn? Draußen. Da ist irgendwie wieder so was Kleines. Ich wusste doch, dass hier Sachen rumliegen. Ja, man macht auch ganz irgendwie schnell vor lauter dieser Musik. Ja, eben. Klo. Sag ich doch die ganze Zeit. Müssen wir mal aufs Klo? Nein, Stoffe. Aktuell nicht. Stoffe auf dem Klo. Okay. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts. Ist wieder der Schuhladen. Ich sag doch, hier waren wir schon mal. Das ist doch Backtracking. Es gibt ja ganz viele Schuhläden hier in genau. Der Gegend. Aber das mit dem Foto ist mir tatsächlich immer noch ein bisschen Rätsel. Oh. Tag. Die wartet da. Ja. Bis sie erschossen wird. Unterzogen. Ja. Kann man machen. Oh, ein großer. Terminator, okay. Lauf mal ein bisschen, Kollege. Ein relativ großes Gebiet, wie man sieht. Oh, wieder was Großes. Spinnenaufklärer. Ist das jetzt wieder so ein T-Dingens? Man weiß es nicht. Qualität gut. Na dann mach dein Foto. Das ist nicht mit der linken Maustaste. Wie mache ich denn ein Foto? Das ist doch komplett... Ja, jetzt schießt er.
glaube, das wird relativ schwierig mit dem Foto, wenn wir den Knopf nicht kennen. Das Ding ist stabil, das muss man allerdings tatsächlich sagen. Granate vielleicht? Jetzt ist er eigentlich fast down. Naja. Oder auch nicht. Oh, ich wollte eine Granate. Das kommt nicht gut. Die hast du auch geschmissen. Ich wollte gerade sagen, ja, die kam nicht zurück, aber... Nee, die ging erst gar nicht weg. Die musste nicht zurückkommen. Die ist gar nicht weggegangen. Okay, hätte ja sein können. Wo sind wir? Vom Schuhladen? Ja. Hier haben wir die Tür. Plasma bringt uns in dem Sinn nichts. Jetzt gehen wir zurück. Echt? Ja. War noch hier schon? Ja. Hier kamen wir her. Auf die schieße ich nicht. Ich hatte mal so ein Tierchen. Kein Scherz. Das ist aber auch schon wieder 1000 Jahre her. Aber ja, ich mag die Viecher. Mhm, absolut. Also natürlich nicht Kanalratten, das muss ich auch sagen. Nein, nein, nein. Aber halt die gezüchteten, die sind schon, das sind ziemlich posierliche Tiere. Ja, die sind ganz niedlich. Ja. Ja, rechts. Da rechts. Lang, ja, da lang. Da genau. Lang. Links kommt der Thermi. Den muss ich ja nicht fotografieren. Ich weiß immer noch nicht, wie ich fotografiere. Kein Foto gemacht. Ja. Da steht's ja. Warum, warum lesen wir denn auch nicht, was da steht? Das kann ich nicht sehen, da ist das Mikro für mich im Weg, das sehe ich nicht. Und ich habe nicht geguckt. Okay, alles klar. Dann, ja, dann versuchen wir das nochmal. Hier hinten war ja so ein Kollege. War der hier unten? Ja. Ja, hier oben war er, genau. Da steht's tatsächlich. Okay, haben wir. Eins reicht? Vielleicht noch eins von der Seite. Hier kommt der kleine Krabbler? Ich glaube, die kleinen Krabbler kommen. Also das müsste doch reichen. Ist da irgendwo ein Haken dahinter oder so? Mach ein Foto von einem funktionierenden T... 47, oder? Ja. Die Frage ist, ist das ein T-47? Glaube eher nicht. Stand das nicht? Stand da was von T-47? Gepanzerte Spinne. Ach so, das ist kein T-47. Okay, was ist ein T-47? Ist das ein Terminator? Ich würde jetzt mal davon ausgehen. Okay, hatten wir doch hier hinten. Sie sind ja angeschrieben. Also eigentlich ist das gar nicht so schwer, wie wir angenommen haben. Ein T-825. Also das ist auch nicht, was wir brauchen. Er hier. T8, da ist nochmal T8. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir irgendwie zu diesen Punkten kommen. Mhm. Okay, ich gehe mal nochmal zurück. Hier ist zwar auch nicht viel lustiger mit den Viechern, aber... Ja, ich glaube, wir müssen die alle erledigen, früher oder später. Mal eine Granate werfen. Habe ich schon gemacht. Interessiert ja, du hast hier die Granate selbst. Ach so, stimmt. Das hat nicht ganz geklappt mit der Granate. Jetzt? Ja, das klappt besser. Ja, schau mal an, eine Granate. Ja, ich sage, die Granaten, die haben tatsächlich eine gewisse Durchschlagskraft. Und du hast es erwähnt, dass wir eine Granate werfen sollen. So, hier noch gerne. Dankeschön. Hier geht's runter. Es ist halt tatsächlich ein relativ großes Gebiet, aber wir beschränken uns jetzt halt mal primär darauf, was uns hier vorgegeben wird, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, hier komme ich nicht lang. Kann das sein? Nee. Nee, das wird nicht gehen. Aber hier. Aber hier? Nee. Links? Ist da eine Wand? Nee, das ist überall zu ist hier. Zu, ja. Dann okay. Ist das da oben haben wir eh eine Map. Wir müssen außen rum. Da oben siehst du die Map? Ja. Halt. Halt. Zurück. Hinter dir hast du einen Raum. Oh, okay. Das müsste dann wohl das Versteck sein. Laserfalle. Mit einer ausreichenden Sprengstofffertigkeitsstufe kannst du ausgelegte Laserfallen vorübergehend entschärfen oder sogar einsammeln. Nähere dich der Laserfalle und drücke einmal E, um sie vorübergehend zu entschärfen. Drücke E erneut, um sie einzusammeln. Looks like Colin rigged this place with traps. Better be careful.
Okay, wir müssen das mal versuchen. Reicht da unsere Dingens? Ja, sieht fast so aus. Cool. Ah, aber einsammeln können wir sie noch nicht. Okay, ja. Dafür fehlt uns die Stufe, aber wir können sie immerhin entschärfen. An der Seite. Schlecht. Auf die Kiste hoch. Ah, da können wir drüber. Muss man tatsächlich noch aufstehen, damit man das hier wegkriegt? Ach, sowas. Ist aber auch. Die Frage ist sowieso, wieso wir hier unten geduckt rumlaufen? Mir war gerade danach. Ah ja, dann. Ich fühle mich gern sicher. Terminal. Bergbank. Sehr schön. Erstmal alles aufnehmen, was wir aufnehmen können, würde ich vorschlagen. Das ging aber flott. Das ging. Relativ flux. Locker flockig von der Südstaaten-Gastfreundlichkeit. Wenn du dies liest, dann musst du an meinem Sicherheitssystem vorbeigekommen sein. Jawohl. Glückwunsch. Du musst so scharfsinnig sein wie ein Sack Murmeln. Doch wie du bereits bemerkt hast, habe ich einen starken Beschützerinstinkt, was meine Sachen angeht. Solltest du also bei Verstand sein, legst du zurück, was auch immer du genommen hast und machst dich wieder auf den Weg. Wir haben ja nichts mitgenommen, also außer die Sachen. Also ohne die eben, ist ja gar die Sachen. Ja. Wenn du jedoch einer der Terminatoren bist, nein, sind wir nicht, und dies liest, dann gut für dich. Ich wusste nicht einmal, dass ihr das konntet. Und da wir schon kommunizieren, möchte ich dir mal einen Gefallen bitten. Könntest du mir sagen, warum ihr Zähne braucht? Das ist etwas, über das ich jetzt schon eine Weile grüble. Ich meine, ihr isst doch gar nicht. Ihr kaut nicht. Und ich nehme an, dass ihr euch auch nicht die Zähne putzt. Also wozu die Beißerchen? Gar keine unberechtigte Frage. Nee, die ist eigentlich extremst berechtigt. Spiel speichern? Oh, ja, gerne. Aha, sehr schön. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. Apothekenschlüssel? Dispensary? Oh, Terminierungsmesser. Mehr als eins. Jetzt, schön. Das ist natürlich sehr schön. Ja, da müssen wir aber schnell gucken. Was das mit diesen Handelsreserven auf sich hat, das habe ich irgendwie noch nicht ganz raus. Da war nochmal Zeug drin. Ah, mein Rucksack ist voll. Ist aber auch schon. Haben wir eine neue Stufe? Nein. Was wollte ich jetzt gucken hier? Was denn? Ah, genau, ob man das ausrüsten muss. Dieses Messer. Ist das irgendwie so ein Angriffs-Offensivgegenstand oder wie komme ich an das ran? Wahrscheinlich steht, schon, oder? Moment, ich kann ja mal schnell gucken. Nee, ja, also damit geht's nicht. Ist es sowieso nicht. Aber also, soll ich das denn ausrüsten? Offensivgegenstand? Was statt haben wir dort? Dort haben wir die Granaten. Nee, da haben wir tatsächlich die Teile. Ich guck mal schnell. Moment auch nicht viel. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ich hätte aber lieber die Granaten, ehrlich gesagt. Ja. Ist interessant. Wie kommen wir, ach so, das muss ich hier reinschieben. Ah, ja. Auch klar. Ah, ja, das gut. Bauen wir wenigstens das Teil hier eigentlich. Okay, alles klar. Dann ist das irgendwie die 2 oder 3. Aha, da haben wir das Terminatorenmesser. Ich fühle mich gleich viel wohler. Und ich fühle mich noch wohler, wenn ich die Plasmawaffe wieder habe. Ja, das hatten wir. Was müssen wir denn jetzt hier? Einfach die Werkbank. Ach, die Werkbank war noch, genau. Ja, hinter. Kann ich die jetzt nehmen? Nein, da ist immer noch der Rucksack voll. Halt. Ja, ja, ich guck nur. Keine Bange. Ja, man weiß es nicht. Ja, wir haben ein. Oh, guck mal, jetzt können wir Plasma auch selber machen. Und hier diese Anti-Silberfisch-Kollegen auch. Diese Audio-Täuschkörper. Was machen wir denn da? Wir haben eigentlich von allem mehr oder weniger genug. Aber ich glaube, Heilmittel kann man nie genug haben. Ich würde darauf setzen. Dietrich, haben wir 54, das müsste reichen. Das reicht, wir sind einfach sehr geschickt, darum brauchen wir die auch nicht. Oder verbrauchen wir die nicht. Ich würde das herstellen. Ja, bin deiner Meinung. Okay, dann ist das vorbei. Das könnten wir noch, das auch. Ja, okay, davon können wir eigentlich schon auch nochmal was brauchen, weil die brauche ich relativ häufig, die Teile. Okay. Da können wir auch was machen. Okay, machen wir auch mal. Und jetzt ist Feierabend. Nee, ja. können wir nicht mehr. Gut, dann haben wir die Werkbank genutzt. Dann würde ich sagen, wir gehen in Richtung... Vielleicht nochmal speichern? Ja, stimmt. Jetzt, wo wir voll ausgerüstet sind. Hat was, sonst wenn es uns erwischt, genau. Dann können wir alles nochmal looten und nochmal herstellen. Das muss natürlich auch nicht zwingend sein. Okay, das war ja nur dieses eine Versteck. Aber jetzt brauchen wir irgendwie noch einen Krank. Kann ich das jetzt entfernen? Na eben. Ich wollte doch gerade sagen, plötzlich geht's. Ich habe doch nichts gemacht. wir brauchen ein Krankenhaus noch.
Suche die Apotheke im Krankenhaus in der Nähe. Ja, da haben wir jetzt den Schlüssel für. Ja, sieht hier irgendwas nach Krankenhaus aus? Wahrscheinlich ja, dort bei diesen Punkten. Gehe ich jetzt wieder zurück? Irgendwann finden. Irgendwie ja, weil ich muss ja irgendwie nach... Oh, oh, oh. Drei Stück. Drei Stück. Renn. Forest, oh, renn. Hey, lauf, Forest, lauf. Ja, wie schießt's denn jetzt? Was ist denn jetzt wieder mit Kimi und Korn los? Come on. Da war doch noch eins. Waren das nicht drei? Einer war irgendwo. Nein, das waren erst zwei. Da ist er. Oh, cool. Nachladen. Na, toll. Jetzt. Nein, aber nicht doch runterfallen. Nein, wer fällt denn da runter? Ach, come on. Wir müssen auch sowieso wieder runter, oder? Echt? Ja. Denke ich mir. Hoffentlich liegt er noch hier. Nicht, dass der auch despawnt. Nein, den kann man noch mitnehmen. Ja, bestens. Da müssen wir hoch. Was ist am nächsten? Ich würde sagen, die 100 Meter hier. Da waren wir schon. Ach, hier kommen wir ja nicht weiter. Genau. Ah, deswegen sind wir ja hier runtergegangen. Genau. Und dann sind wir rechts rein. Also ja, müssen wir jetzt hier geradeaus. Nein. Doch. Okay. Also, hier sind wir ja rein. Ja. Deswegen habe ich hier gedreht. Ja. Hier geht es ja nicht weit. Doch, hier kommen wir außen rum. Guck mal auf die Map da oben. Uns. Da führt links eine Straße dorthin, okay, wo wir müssen. Dann will ich nichts gesagt. Aber ich frage mich halt... was man mit diesen Plasmabehältern machen soll. Klar, man kann sie killen und dann killt es die Leute, die daneben stehen oder die Terminatoren, aber da ist ja nie einer. Ja, wo... jetzt haben natürlich die Flatterdinger angegriffen. Da hätten wir wahrscheinlich auch das Teil hier beballern können. Ja. Und dann wären die wahrscheinlich auch runtergefallen. Also hier hat es mehrere von denen, man sieht schon. So, kommen wir näher. Jawohl, Spiel gespeichert. Das sagt einiges aus. Geh mal in Deckung. Das war einer. Der T-47 fehlt uns ja eh noch. Oh, ja. Skynet Außenposten. Um einen Skynet Außenposten auszuschalten, musst du den Generator zerstören. Alternativ kannst du den Hauptcomputer hacken und die Kontrolle über alle feindlichen Türme im Außenposten über... Oh, das klingt natürlich auch einladend. Das wäre natürlich umso netter. Jetzt müssen wir uns aber erstmal orientieren. I've encountered Skynet's plasma storage. You have a green light to destroy any Skynet structures in Pasadena. But keep in mind, that is not your highest priority. If you want to save ammo... Okay. Overloading the main computer at any storage facility will do the trick. Mhm. Man müsste wissen, wo hier das Hauptlager ist. Ich denke da vorne. Das könnte ja schon, das könnte man schon mal in die Luft jagen hier, wenn sie in der Nähe sind. Ja, wenn sie in der Nähe sind, ja. Aber löst nur dann Alarm aus, oder? Also ist das eher Schleichen, oder ist das eher... Das ist auch kein T-Dingens. Das auch nicht. Weil wir müssen ja immer noch das Foto machen. Sind auch ein paar von den Jungs da in der Gegend unterwegs. Ich frage mich halt tatsächlich, es hat ja gespeichert, ist eigentlich egal. Also wir können das auch einfach mal testen. Ich würde schon kaputt schießen, wenn das Teil da rumläuft und in der Nähe ist. Klar. Gehen wir noch ein bisschen rein. Nicht zu nahe, der sieht dich bereits. Na, das müsste doch eigentlich gereicht haben, Kollege. Nein. Echt nicht? Gleich explodiert doch. Mach mal hier ein Ding ins rein. Ah, oh, das hat nicht mehr gereicht. Was war das? Okay. Hast du dir das Messer gegeben? Nee, nee, ah, das wäre auch noch nicht mehr. Aber da muss ich mich reinschleichen. Du musst sehr nah ran. Das war keine gute Idee, okay. Hätte ja sein können. Ja. Also siehst du, wir stehen wieder hier. Also, nicht runter, sondern hier erstmal den zerstören. Aber man hat schon gesehen, gegen den Terminator reicht's nicht. Ja, der war zu weit weg. Oder ein Schleichen. Ich versuch's mal mit Schleichen. Dahinter? Da zu diesen 100 Metern, damit wir dort in das Ding reinkommen und dort eben entsprechend... Oh, guten Tag. Und irgendwie dort... Auch noch unterwegs? ...das Ding überladen können. Ich war ja auch noch nie, also von daher ist es halt ein Testen, wie es am besten geht. Mhm. Da ist eine Tür. Kuckuck. Nicht mich erschrecken. Handelsressource. Da haben wir wieder Leckereien. Oh. Wir haben noch mehr dabei. Das brauchen wir natürlich alles auch. Na, das hat hier schon mal gelohnt, hier mit dem Besuch. Ich höre sie. Ja. Mhm. Du kannst.
Das ist doch schon wieder dieser Schuhladen. Nein. Das ist eine Werkbank, habe ich gerade gesehen. Also zumindest sah es gerade so aus, als wäre es eine Werkbank gewesen. Achtung, etwas ist sehr nah. Nee, das sind nur Elektroteile. Hörst du? Elektroteile machen nicht solche Geräusche. Also sind schon Elektroteile. Nee, ich habe Elektroteilchen gefunden, meine ich. Nee, das klappt so nicht. Was denn? Wir können aber hier hinten noch höher. Hier. Ah. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja. Habe ich zum Glück gesehen. Dann sind wir nämlich in einer relativ guten Position. Mhm. Und sie hat ja doch immer von Höhe geredet. Genau. Dass wir aus einer sicheren Position irgendwie eben die Fotos machen sollen. Wollen wir doch mal rausgucken. Da blinkt es nochmal. Chemische Verbindungen. Nein. Wahrscheinlich hat sie uns sogar erklärt, was ein T-34 oder was ist das, ein T-43, 47. Was das genau ist. Aber wir haben wieder nicht zugehört, richtig. Erfasst. Ja, die können uns hier aber nicht viel antun. Genau, also er kommt hoch. Ich würde sagen, wir greifen die mal an von hier oben. Hier sind wir halbwegs in Sicherheit. Möchtest du gerade hier hochkommen? Kannst du das? Lass ab. Die Musik schon wieder. Ja, es wird spannender. Himmel auf mich. Wo sind sie denn jetzt hingekommen? Ich höre sie und sehe sie nicht. Links höre ich was. Ich glaube, die sind wieder zurück. Ja, es geht wieder. Ich würde mich mal noch verstecken, ein paar Sekunden warten. Nein! Zurück, weiter zurück. Ja, nicht ans Fenster. Ja, aber ich möchte so wissen, warte doch, bis der weiße Balken da oben verschwunden ist. Da gehen sie wieder auf ihren normalen Erkundungsgang und dann kannst du das Plasma fast zerschießen. Ich bin neugierig. Ich bin von Natur aus neugierig. Ja, das ist okay. Okay. Neugierde ist etwas ganz Wichtiges. Waren wir hier schon? Nee, wir können vielleicht noch weiter hoch. Nee, das glaube ich nicht. Ach, wir können noch weiter hoch. Ja. Oh, tatsächlich. Jetzt wird es ja interessant. Hacken. Nochmal einmal Frogger. Mal gucken, ob ich das nochmal so gut hinkriege um die Uhrzeit. Ja, halbwegs funktioniert. Klappt ja bestens. Hier noch was? Nein. Das wäre hier näher, würde ich sagen. Was denn? Püp. Irgendwas hat uns gesehen. Von draußen? Oh, da kam gerade irgendwas daher. Was war das? Das Feuerstoß, sah ein bisschen nach Feuerchen aus. Nein! Das war doch einfach Stand. Plasmagewehr, sehr gerne. Rucksack ist voll. Scoped. Das haben wir ja schon. Die Frage ist aber nicht hier. Ist das unseres? Ich würde sagen ja. Ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber. Sieht irgendwie anders aus. Oder wie das zweite, das wir dabei haben. Also Höhe hätten wir. Jetzt müsste man hier nur so ein T-Dingens finden. Inventory. Wir haben sogar zwei Plasmagewehre. Also von daher. Wir hätten noch das herkömmliche hier, die Schrotti. Nee, das können wir bleiben lassen. Wir haben mehr als genug Waffen. Das ist nicht das Problem. Da hinten läuft irgendwas rum. Patrouilliert noch einer. T-800. T-800. Ja, nee. Finden wir so, glaube ich, nicht. Wir müssen halt in dem Fass erledigen. Ich bin immer noch auf der Suche nach diesem T-800. Ich nehme an, wir brauchen, wie soll ich sagen, ja, alle drei Punkte, die wir ablaufen müssen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwo einer dann stehen. Das kann sein. Ich würde die jetzt gar nicht mal beballern. Das ist eigentlich viel zu gefährlich. Wenn wir das jetzt hier wieder auslösen, das würde ich lassen. Was meinst du? Ja, kann man machen. Okay, absolut. Gut. Mich stört ein bisschen das Gewehr da, dass wir das einfach liegen lassen müssen. Aber ja, wir haben ja zwei davon. Wobei, das hat ein Scope. Das Scope da. Ja, und da steht dann Scope. Machen wir das anders. Mal Moment, tauschen das oder so. Mal ausprobieren, wie das so aussieht.
Reicht das schon? Jawohl. Das wäre das mit dem Scope. Ja, das wäre das. Das haben wir doch hier unten schon. Ja, ist es dasselbe? Oh, oh. Kann man da noch zoomen oder so? Nein. Das nicht. Das ist was, das andere? Es ist natürlich. Mit dem roten Punkt? Ja, es ist dahingehend natürlich cool, weil man sich die Nachtsicht erspart und trotzdem die Teile hier sieht. Mhm. Ja, gut, haben wir das auch geklärt. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Päuschen. Jetzt, wo wir alles wissen, okay, dann machen wir morgen weiter. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Tschüss. Danke euch, bis morgen und tschüss.